Moin, ihr alten Space-Muggel, willkommen zurück zu Dead Space. Das letzte Mal schon eine Weile her. Deshalb muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich weiß, dass wir hier irgendwelche, diese komischen vergifteten Leute hier weggelegt haben, die uns zum Glück nicht angegriffen haben. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, wo die Reise hingeht, weil ich habe hier so ein bisschen Orientierung verloren. Seit dem letzten Mal. Ja, ich höre schon den nächsten Atmen. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass hier anscheinend die Post abging in diesem Gewächshaus, dass ich dachte, das hört nie wieder auf. Isaac, mach uns wieder ganz. Oh, nein, nein, nein. Mal gucken, kleine Mama. Das war eben schon wieder ein bisschen eigenartig. Man kann die nicht mehr töten, ne? Diese komischen fliegenden Dinger oder was das sein soll. Keine Chance, ne? Sobald die an einem dranhängen, an der Leiche ist vorbei. Was habe ich denn jetzt? Ich habe aus Versehen auch schon wieder ein Medikit genommen und so. Alter, ich kotze mir mal ein bisschen an. Komm ich mit den Tasten irgendwie? Da hängt nämlich mein Mikro um mein Ohr drüber, also der Arm. Und dann drücke ich, ohne zu sehen. Das ist normalerweise sehr normal, ne? Aber sofern da wirklich was drüber hängt, finde ich, trifft man irgendwie immer die falschen Tasten. So, schade, da war jetzt auch kein Knotenpunkt, ne? Das Ding an sich voll geil, ne? Also, das wird schon echt gut genutzt. Dieses Gewächshaus, ne? Mit den Wänden und so. Das macht schon Sinn. Das wäre mein Job auf so einem Raumschiff. Achso, ich muss erstmal den Flammenwerfer noch auftanken. Ach, hier haben wir doch hier den Typ mit der Beule noch weggeschossen in der letzten Folge. Wo wir einfach nur mal gucken wollten und dann. Die sind zum Glück echt entspannt, zumindest sofern man genug Distanz zwischen denen hat, ja. Schwerelosigkeit, geil. Mach mal. Space Credits, Space Credits. Oh, Alter, wir sind voll. Ich möchte nicht irgendwie. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich möchte aber ja nicht. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit.
mein Kopf geschüttelt, aber war okay, ja. Das müsste eigentlich so ein kleines Wesen sein. Eintritt Schwerelosigkeit. Alter, die sind einfach zu mächtig. Boah. Okay. Und jump. Sind wir gerade durchgesprungen, ne? Lieber wieder zumachen. Alter. Das ist aber auch manchmal. Das ist irre, ne? Wenn du irgendwo ist der ganz cool so. Mach ich jetzt wieder falsch. So, Alter, ist aber auch angenehm gemacht mit den Stacheln hier, ja? Das hätte ich mir schon gedacht, dass das so nicht funktioniert. Einfach so ein entspanntes Reinspringen. Wie komme ich denn jetzt? Okay, das macht er. Oh. Alter, da ist er auch lang. Okay. Dann so. Müsste das ja da liegen? Oh, Alter. Komm schon. Lass mich da hingleiten. Ich weiß, du kannst das. Ende der Schwerelosigkeit. Oh, das ist so mega angenehm. Haben wir hier noch eine Kiste, die hier noch rumfliegt oder so? Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Ja, das würde ich gerne einfach. Das fehlt hier vielleicht auch noch, ne? Dass man das direkt nehmen kann, wenn man jetzt in so einem Fall ist. Jetzt haben wir die Sache hier mit der Steuerung. Das hat dann letztes Stück einfach nicht funktioniert. Aber ich weiß nur wie. Ha. Hallo? Hallo, Security. Ach, Gott sei Dank. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hm. Hallo? Hallo? Was ist das hier mit dem Ziffernblock, muss ich das irgendwie immer machen? Richtig anstrengend. Aber Munition ist mir irgendwie wichtig, ja? Mann, das ist ja jetzt nicht dein Ernst hier, oder was? So. Auf jeden Fall ist gerade eine Erinnerung zurückgekehrt. Ich möchte euch das aber noch nicht verraten. Also ich glaube, dass das die Stelle hier ist. Stasis ist cool. Ich muss gucken, welche Sache das ist, Alter. Ist da noch einer? Wir müssen einfach durchrennen. Oder? Hoffentlich. Oh ne. Boah. Ich hab voll Schiss. Weil hier ist ja nicht umsonst Stase, ne? Aber man kann die auch nicht speichern.
okay, das war's für uns. Nein, weg. Boah, ich glaube, das war gerade einfach mehr Glück als alles andere. Boah. Gut, dass wir da nicht lang zurück müssen. Oder das ist nicht die Stelle, die ich meinte. Oh, das ist cool oben rum. Richtig gut. Oh, ihn haben wir sogar mitgenommen. Ja, wir sind halt nett. Ja. Wir müssen unbedingt diesen Anzug erweitern. Für mehr Platz in der Boxe. Noch ein Medikit. Ey. Shop, wo bist du? Mir jetzt echt ein bisschen an, ne? Weil ich weiß, man läuft ja nachher nicht zurück. Macht man ja einfach nicht. Mal gucken, vielleicht ist er hier gleich irgendwo in der Nähe. Dass ich vielleicht off-cam nochmal Lift fahre oder irgendwas. Weil zwei Medium-Packs sind schon nicht so richtig ohne, ne? Sind auch wieder 5000 Credits. Hey, ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Sonst geht halt hier nie weiter. Maximale Last 2500 Kilo? Ladezeiten, Ladezeiten. Genießen wir in Aufzügen. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Kein Problem für uns. Erstmal auf. Na, Alter, was ist jetzt los hier? Muss ich genau einen Knopf drücken? Oh nee. Aber hier in der Enge stehen bleiben ist auch nicht so gut. Den Igel. Dann höre ich erstmal mit dem Monster an. Und dann frage ich mich, warum ich denn an die Igel komme. Okay. Wir wussten alle, dass das so kommt. Ja. Alle. Ah, das ist surreal, wie leise man diese Effekte und diese Dänze drumherum runterstellt, ne? In so einer Szene wirst du trotzdem einfach massiv niedergeschrien. Man hört nichts außer Alarm, ne? Okay, das müssen wir jetzt irgendwie anders angehen. Oh nee, Alter. Ja, der wenigstens speichern können, wenn man unten ist. Okay, dann haben wir hier im Aufzug Zeit, uns einen mächtigen Schlachtplan zu überlegen. Der wird so sein. Erstmal müssen wir den dicken. Da war ja ein Dicker mit bei. Ich habe gedacht, wir haben jetzt normale Figuren hinter uns her. Lustig wäre auch, wenn man einfach auf den Aufzug springt, der da irgendwo auch ist, und dann einfach hochfährt. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Ich glaube, das größte Problem ist immer, dass man halt so ein zentriertes Sichtfeld hat, ne? Und dadurch einfach keine Übersicht. Und auch nicht so richtig, ne? Man sieht halt einfach nicht viel. Alter! Das ist massiv unfair, Freunde. Ich
Waren nur die drei? Ist denn die, wenn ich hier so ein Ufris macht, ja? Easy. So, nun, es fehlen ja, glaube ich, noch. Wir sollen 8 von diesen komischen, verseuchten Typen weglegen, glaube ich. Und wir haben gerade mal die Hälfte. Giftkapseln nennen sie die hier. Ich bin immer noch ganz doll für den Shop. Oh ne. Einfach losfahren. Mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Oh, stimmt ja. Aber das ist nicht so schlimm wie dieses komische Feuerding. Dass wir jetzt hier lang müssen, ja? Ihr habt da noch eine Abzweigung? Ich komme mir da nicht mehr in den Sinn, so richtig. Also meine Orientierung hier, die ist jetzt gerade echt dahin. Ich weiß nur, dass irgendwo hier Captain Hammond noch rumliegt oder lag. Er ist bestimmt nicht mehr da. War das nicht hier in dem Flur irgendwo sogar? Ich guck mal da jetzt noch weiter. Dann gehen wir jetzt einfach nach rechts. Ah, vorher speichern wir, ganz klar. Tu mal Dinge hier. Ach ja, genau die Hälfte, ja. Von der anderen Seite. Die Luftreinheit. Aber hier vorne war noch ein Shop, oder? Hier muss ja die Monorail-Station vorne sein, da ist immer ein Laden, ja? Captain Hammond ist natürlich weg. Der ist der Sache schon wieder entkommen. Oh nee, warum denn jetzt noch Lift fahren, Alter? Mann, ich will doch bloß einen Laden. Kacke. Ah, ich mach das jetzt, ja? Wenn wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt nach rechts gegangen wären, wäre der direkten Laden in unsere Sicht gesprungen. Das wird bestimmt so sein. Aber ich habe jetzt keine Lust, jetzt immer noch so ein verstopftes Inventar zu haben. Ne? Ach komm schon. Hier muss dort Laden sein. Das ist wahrscheinlich die einzigste Monorail-Station. Genau, wo kein Laden ist. Ah, hör doch mal auf, Alter. War hier was drin? Außer Gedärme und Matsche. Ah, verdammt, ey. Wir haben auch noch kein Schema gefunden für den nächsten Anzug, ne, glaube ich. Zwischendurch schon wieder so Bock auf das Remake, ne? Ich erwische mich immer so in regelmäßigen Abständen, wie ich einfach mal so irgendwo einen Screenshot sehe, also halt nur suche, ne? Einfach um vielleicht neue Infos zu kriegen. Wobei das ja heute so, so eine Art Seuche ist, ne? Wenn alles so vorangekündigt wird und zwischendurch immer hier liegt, sag ich mal. Ich meine, das dient ja alles der Werbung, ne? Ist ja auch an sich nicht verkehrt, ja. Aber wenn man so überlegt, früher, ne, dann kam so ein Spiel aus der Versenkung, ja. Da hat er plötzlich einfach im Regal gelegen. Irgendwo ist es cool, dass es nicht mehr so ist. Auf der anderen Seite ist es irgendwie ein bisschen komisch manchmal, ne. Aus dem Chemielabor. Elizabeth. Sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen dieses Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse können Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten.
Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und produziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium produziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht dafür verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Havley glaubt, es könnte ein Habitattransformer sein. Die Mengen an Gasausdünstungen sind enorm. Warum es auch so übel riecht. Aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Masks on. Oh, hier ist auch schon Maskenpflicht. Ah. Oh, was macht er denn da? Der macht ja Maden. Digga, no. Muss hier leider ein bisschen Dinge abbauen. Alter. Jetzt reicht's aber, Kumpel. Das ist ja wahr, ne? Das ist ja einfach nur sein Ernst. Was ist denn mit dem Typen? Alter. Der hat ja den ganzen Flammenwerfertank gefressen. Was ist denn mit ihm? Sonst hatten wir immer den Luxus, dass wir hier so eine explosive Kanne hochschießen konnten. Eine explosive Kanne. Ganz genau. Ah, der hat mir erwischt. Na komm. Die Eltern kriegen wir wohl noch in die Tasche. Und zieh ich mir jetzt noch ein Medikit rein. Medikit. Ah. Ich muss also das mache ich wahrscheinlich off-cam, aber ich gehe nochmal auf die andere Gewächshaus-Ebene, Station, Dingsbums. Weil ich glaube, ja, ich will das auch machen. Dass da noch sich andere Behälter geöffnet haben in der Zeit, wo wir dann uns rumgetrieben haben. Dass man da vielleicht auch noch ein bisschen was einsacken kann. Oh, ein dickes Kit. Wir nehmen aber erstmal ein mittleres Kit. Oh, 5000, Alter. Wir sind schöne Rich Kids, die wohnen hier. Junge, wenn die Wände und die Decke so aussehen, ne? Der kann so Bude auch abreißen. So eine Schimmelfirma gibt's ja nicht. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Mhm. Das ist ja nicht aufgefallen. Ich glaube, mit der Anomalien Tralala in der Entwicklungskammer Ost beschäftigen wir uns nächste Folge. Alter, da kommt was angelaufen. Hier sieht es aber echt düster aus. Ja, auf jeden Fall, in der nächsten Folge legen wir die anderen vier um und dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Dead Space. Haut rein, bleibt gesund, lasst einen Daumen da, einen Kommentar, ja, und was zu essen. Ich hab Hunger. Zeit für Frühstück.